Liebe Freunde, es ist entschieden, wer kommt wohin. Die Bayern haben verlängert bei Konami für eFootball. Das sind die traurigen Nachrichten, die schon jetzt so ein bisschen, so ein paar Stunden älter sind. Kurze Informationen an euch. Ich habe einen neuen PC und war die letzten Tage damit intensiv beschäftigt. Deswegen bin ich mit dieser Nachricht ein Tickchen zu spät. Aber falls ihr es gemerkt habt und nicht über Handy schaut, mein erstes News-Video in 4K. Also komplett wild, was in der Zukunft noch so passieren wird. Freue ich mich drauf. Aber jetzt soll es hier um diese News gehen. Und bevor wir das so ein bisschen vertiefen, gibt's hier einen Trailer. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Welcome to eFootball. It's going to be unreal. Shown passion on the pitch and celebrated the good times. We have shown commitment to the beautiful game and always found a way to be the best. We've relied on our team spirit and lifted trophies together. We've worked hard to reach new heights, and we will climb even higher together. Play as FC Bayern in eFootball. The pitch is ours. Somit steht klar, liebe Freunde, die Bayern bleiben also bei Konami und damit ist auch klar, was also wohl bei EA Sports FIFA 23 passieren wird. Obwohl man sagen muss, im offiziellen Text, den wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, steht nichts von nur einzigartig die Allianz Arena in eFootball. Aber was drin steht, ist zum Beispiel, dass die Entwickler komplett inklusiv die Spieler eben scannen und bearbeiten können. Klar, die Gesichter, die ihr hier seht, wird es größtenteils auch alle in FIFA geben. Nur halt, keine Ahnung, sind wahrscheinlich schon 2-3 Jahre alt, also nicht neu gescannt, weil das ist ja für EA, so viel ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ich weiß nicht, wie diese Verträge exklusiv geregelt sind, weil es steht ja hier Folgendes: Der FC Bayern und Konami verlängern ihre Zusammenarbeit langfristig. Langfristig in dies ist immer eine Formulierung, wo man berechnen kann, dass es sich um 3 Jahre handelt. Das ist ein normaler Schnitt, was du bei Videospielen machst. Ob das jetzt vielleicht mal nur 2 Jahre sind, also 1 Jahr wird es nicht sein. Das heißt, die Bayern werden, also man kann wirklich von 3 Jahren ausgehen, wo die eben jetzt wieder nicht am Stissel sind bei FIFA. Obwohl man muss dazu sagen, keine Sorge an alle, die jetzt neu in dieser Welt sind. Natürlich ist Bayern vertreten im Spiel, hat auch das Trikot, hat auch die Namen und so weiter, weil eben EA die DFL-Lizenz hat und die besagt einfach, da kann Bayern so viele Exklusivverträge machen, wie sie wollen. Die sind damit dabei. Das Problem ist einfach nur, dass die Stadien eigene Lizenzwelten haben und da wird halt immer nochmal extra gefightet. Auf jeden Fall steht hier noch, der global agierende Hersteller von Computer- und Videospielen mit Sitz in Tokio ist seit 2019 Platin-Partner des deutschen Rekordmeisters. Mit der Kooperation ermöglicht der FC Bayern den Entwicklern der eFootball-Serie den Zugriff auf aktuellen Spielern und die Legenden des Clubs, damit sie als einziger Videospielpartner weltweit alle für die Produktion erforderlichen Elemente lebensecht nachbilden können. Die diesjährige eFootball Championship Pro-Saison hat das FC Bayern eSports-Team auf dem 2. Platz abgeschlossen. Ja, und dann sagt der Marketingabteiler oder Vorstand von Bayern, Andreas Jung, die Partnerschaft mit Konami ist für uns von großer Bedeutung, weil dieser Markt boomt und vor allem bei den jungen Fans enorm gut ankommt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele junge Bayern-Fans feiern eher eFootball als FIFA. Das würde mich mal sehr interessieren, die Statistik.
Aber okay, ich halte mich da mal zurück. Wir lieben Fußball und diese Kooperation bietet die optimale Möglichkeit, das Spiel mit unseren Fans auf der ganzen Welt virtuell zu spielen und alle auf dieser Art miteinander zu verbinden. Konami bedeutet übersetzt kleine Welle und wir haben bereits in den ersten Jahren unsere Partnerschaft gemeinsam eine große Welle erzeugen können, auf der wollen wir weiter surfen. Wir freuen uns auf die Zukunft. Ja, dann wird hier noch von Konami gesagt, wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem FC Bayern zu verlängern. Die Kooperation mit einem der größten Fußballvereine der Welt bietet Konami und auch dem Club viele Möglichkeiten. Wir durften den FC Bayern bisher in einer Zeit begleiten, in der der Verein sehr viele Titel gewonnen hat, darunter die europäische Königsklasse 2020. Und wir können es kaum erwarten, auch in den kommenden weiteren vielen spannenden und aufregenden Aktivierungen oder Jahren, habe ich vergessen es vorzulesen, egal, weiterhin viele spannende und aufregende Aktivierungen mit dem FC Bayern für die Fans zu produzieren. Also ihr seht, hier steht jetzt nicht unbedingt diese Sachen, dass jetzt die Allianz Arena raus ist. Man kann jetzt davon ausgehen, dass die Allianz Arena nicht zur FIFA kommt, ja, obwohl jetzt hier nichts, kein Wort gefallen ist von exklusiver Partnerschaft. Obwohl das Wort Platin sagt eigentlich schon alles, würde ich mal behaupten. Aber das grenzt nicht aus, dass vielleicht Bayern mit EA auch gesagt hat, ja, ihr könnt die Allianz Arena auch wieder haben. Ich kann es mir aber absolut nicht vorstellen, dass es dazu kommen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen gehe ich stark von aus, wenn wir uns hier diese Bilder auch mal in groß anschauen und so weiter, dann seht ihr mal die Eindrücke, die es da schon so ein bisschen gibt in dieser Hinsicht. Und ja, also ich sag mal so, Leute, für die FIFA-Leute ist es doof, für die eFootball-Leute ist das genau der richtige Zug. Ich bleibe dabei, das ist aber nur meine Verschwörungstheorie, ich bleibe dabei, dass Oliver Kahn einfach nicht mehr mit EA zusammenarbeiten will, wegen dem damals 2002, hat aber festgestellt, dass das die Zukunft ist und das muss man, irgendwo muss Bayern vertreten sein, deswegen sind die weiter bei Konami. So, das ist meine Theorie, aber ihr dürft gerne mal, Bayern-Fans vor allem, Bayern-Fans, bitte meldet euch mal unter den Kommentaren. Ich möchte von euch wissen, ob ihr diese geile Detailtreue, die eFootball bietet, feiert und deswegen das Spiel spielt. Auch wenn dann jetzt erst leider nächstes Jahr DLC kommt, wo ihr dann auch die Bayern-Karrieremodus spielen könnt. Oder ob ihr Bayern-Fans seid, die sagt, ey, ich will einfach das Stadion von der Allianz Arena, von der Stadion von der Allianz Arena, jetzt bin ich mal ganz lost, das Stadion von den Bayern, die Allianz Arena, gerne wieder in meinem FIFA haben. Ich will nicht zu eFootball als Bayern-Fan, weil mir das auf den Sack geht. Mal dreist gesagt. Ich will es von den Bayern-Fans gerne mal wissen, aber auch gerne andere Fans, weil ich bin mir ganz sicher, auch Leute, die jetzt nicht unbedingt der größte Bayern-Fan sind, haben Bock auf die Allianz Arena in FIFA im Karrieremodus oder vielleicht sogar in Food. Also interessiert mich, ballert es unter die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und dann sehen wir uns bei weiteren Videos. Macht's gut, ciao.